Und große Ereignisse werden uns also hier im aktuellen Jahr noch erwarten. Der Trabant 601, der wird nämlich 60 Jahre alt. Und da läuft also dann im Bereich 1. Juni eine Frühschicht hier im Museum, im Horchmuseum. Und die Frühschicht, die wird also so aussehen, dass Originalfahrzeuge aus dem Baujahr 1964 zu sehen sein werden und da eine Produktionslinie nachgestellt wird. Das Museum an dem Tag, am 1.6., das eröffnet also 6.01 Uhr für die Besucher die Pforten. Dann wird es 8.30 Uhr ein zünftiges Frühstück à la Sachsenring-Manier geben, also mit den beliebten belegten Brötchen etc. Und anschließend fährt also eine Kolonne von Fahrzeugen dann in das benachbarte Merane, wo ja auch ein Produktionsstandort hier gerade für diese Kombifahrzeuge, also man muss sich vorstellen, in Merane wurden also eine 750.000 Trabant-Karosserien gefertigt, hier vom Kombi und vom Kübel. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Ja, und die Fahrzeuge aus dem Baujahr 64, die haben ja so einige Sachen bemerkenswert zu zeigen und das schauen wir uns gleich mal an. Also Baujahr 1964, da kommt der Trabant 601, eigentlich eine Schwarzentwicklung von dem Chefkonstrukteur Werner Lang, der hier heimlich dieses Auto entwickelt hatte und aus dem 600er nun den 601 machte. Was ist so bemerkenswert dran? Man sieht also erstmal, er hat also schwerere, größere Türgriffe als die späteren Ausgaben. Es gibt ein vollkommen anderes Armaturenbrett, als man das aus späteren Jahren kennt. Nämlich noch mit diesem rechteckigen Tacho. Ich hoffe, man kann es hier gut sehen. Die Innenverkleidung war noch sehr schön, hier sogar mit aufpreispflichtigen Armauflagen. An der C-Säule finden wir noch keine Innenraumentlüftung. Und letzten Endes auch hier am Heck sind Sachen zu erkennen, wie die einfarbig gestalteten Rückleuchten. Das ist also komplett durchgehend orange oder gelb. Und das Kennzeichen, das ist also auf einer glatten Heckschürze untergebracht. Später wurde die also eingeprägt, sodass das Kennzeichen also in einer Vertiefung sitzt. Und hier der Schriftzug noch hier als hochwertigen Aluminium gefräst. Also ganz tolle Sachen. Ja, die Stoßstangen auch hier mit den gezogenen Ecken in verchromter Ausführung. Also das war schon richtig was Besonderes hier, so ein Auto. Ja, also dann hier 1969, in diesem Baujahr, hier die Vertiefung jetzt beim Kennzeichen auf der Heckschürze. Aluminium-Schriftzug immer noch sehr schön gefräst, also eine ganz hochwertige Sache. Heute sehr, sehr selten und beliebt. Und die Karosserie, also der Innenraum, bekommt jetzt hier eine Entlüftung, was also auch den Komfortwert deutlich steigert. Und sind immer noch die großzügigen, also mit mehr Material ausgestatteten Türgriffe vorhanden. Nicht zu vergessen hier die Blinker. Die sind also damals so schön softig abgerundet. Und später werden die dann also ziemlich eckig werden. Und hier haben wir mal so eine Stoßstange. Das ist also wirklich absolut schwer zu bekommen mittlerweile. Diese komplett gezogene Stoßstange, das ist also alles aus einem Stück. Ne? Man hat dann später oder auch in anderen, zu anderen Bauzeiten segmentierte Teile geschafft. Und das sieht doch richtig schick aus. Und zum Vergleich hier nochmal der Tacho von den jüngeren Baujahren. Das ist also dann hier alles kreisrund und die Kraftstoff-Momentan-Verbrauchsanzeige, also dieses Mäusekino, was dann hier so eine technische Zwischenstation liefert. Ja, und die allerletzte Ablösung für den Trabant 601 wird dann hier der Trabant 1.1. Ja, man denkt, ne, das ist im Prinzip das gleiche oder das ähnliche Auto wie der 601. Es ist aber tatsächlich nur die Karosserie. Denn im Untergrund, also unter dem hier Fahrzeugkleid, da sind also zum Beispiel McPherson-Federbeine, Scheibenbremsen vorn.
Schraubenfedern sowieso, die gab es auch beim 601 schon. Dann haben wir hier den Tankstützen und wieder ein vollkommen verändertes Armaturenbrett. Das sind also Merkmale. Ja, der hat dann also eine richtige Tankanzeige und eine richtig funktionierende Heizung und Lüftung mit Wärmetauscher. Ne? Das ist also dann durch den Viertaktmotor, der also hier drin sitzt. Und das ist hier dieses Aggregat. Entwicklungsauftrag 111 von Volkswagen. Und bereits 1984 beginnen also hier die ersten Verträge, dass man in Karl-Marx-Stadt bei Barkas hier eine Produktionslinie für diesen Viertaktmotor installiert. Sie kommt also aus Wolfsburg und fortan werden hier Trabant-Rumpfmotoren gefertigt. Volkswagen hat sich dann entschieden, dass sogar das komplette Aggregat hier in Karl-Marx-Stadt gefertigt werden durfte, denn es war tupfengenau dementsprechend, was also bei Volkswagen von den Bändern lief. Und die Qualität, die ist also hier ganz, ganz besonders hohen Ansprüchen genügend gewesen.